Die Wölfe haben gleich einen Bärenhunger. Aber Yannick Gerhardt hat keinen tierischen Appetit. Der 25-Jährige ist Veganer. VfL Wolfsburg-Koch Marvin Mende sorgt deshalb immer für Ersatz. Heute isst Gerhardt nichts vom Geflügel oder Fisch. An zum Beispiel Proteine oder Omega-3-Fettsäuren kommt der Mittelfeldmotor aber trotzdem. Einmal durch die Leibchen, die ich gemacht habe, aus Quinoa und Buchweizen. Und darüber hinaus haben wir eine große Palette am Buffet von Hülsenfrüchten, Nüssen. Und da kann er auch alles wunderbar abdecken. Die Leistungsdaten zeigen das auch. Gerade bei uns, Yannick, letzte Saison verletzungsfrei gewesen. Dann die meisten Kilometer abgerissen. Zeigt eigentlich auch, dass auch Spitzensportler vegan leben können und auch die Energie auch so umsetzen können, wie sie es brauchen. Was hinter seiner Ernährungstaktik steht, verrät uns Gerhardt im Spielfeld des Kochs, bei der Zubereitung eines veganen Snacks. Inspiriert haben ihn 2017 sein damaliger Teamkollege Daniel Didavi und ein Film über vegane Ernährung. Wir haben das dann zusammen angefangen und am Anfang hat man halt schon dann gemerkt, dass man so dieses Völlegefühl nicht mehr hatte und eigentlich schon dann so gefühlt noch besser regeneriert hat nach den Einheiten und nach den Spielen. Wie Yannick Gerhardt denkt auch Luca Waldschmidt vom SC Freiburg beim Essen nicht nur an Leistungsoptimierung. Ja, was die Ernährung angeht, ernähre ich mich vegan, fühle mich damit gut, habe mich mit dem Thema da viel beschäftigt, auch was, wie es den Tieren dabei geht, was die Umwelt betrifft. Und ich glaube, das sind dann alles Dinge, die da mit reinspielen. Die Gesundheit, aber auch das Wohl der Tiere. Währenddessen ist der Mittelfeldspieler im Zweikampf mit dem Teig. Deswegen haben wir auch Marvin, ne, den Experten. Auch mit Vorurteilen hat er alle Hände voll zu tun. Am Anfang waren die Kommentare noch häufiger und zahlreicher. Oder manchmal auch, wenn Marvin dann was für mich macht, dann sagen sie, ja, er hat wieder eine extra Behandlung oder möchte was Besonderes. Aber mittlerweile bin ich auch nicht der Einzige. John Anthony Brooks ernährt sich auch vegan. Das Witzige ist, manchmal macht er auch Sachen, wo er jetzt nicht explizit dann draufschreibt, dass sie vegan sind und schmeckt dann jedem. Und wenn ich ihnen dann sage, so ja, das war aber gerade vegan, dann auf einmal sagen sie, ja, hat doch nicht so gut geschmeckt oder so. Jetzt geht es an die Guacamole- und Quinoa-Füllung. Unter Anleitung des Teamkochs. Aber wie funktioniert vegane Ernährung als Einzelsportler? In Frankfurt treffen wir Marc Reuter. Der deutsche Meister über 800 Meter will durch vegane Ernährung seine Trainingsleistung verbessern. Wenn man bei uns gerade in der Vorbereitung 3 Einheiten oder 2 Einheiten intensive macht, dann ist halt die Zeit zwischendrin super wichtig, dass man da gute Nahrung zu sich nimmt und dann auch wieder schnell verdaut und dann wieder fit ist für die nächste Einheit. Und das habe ich halt super gemerkt, dass sich das extrem verbessert hat, dass man fitter, energiereicher durch den ganzen Tag gegangen ist. Und das war dann mitunter der Grund, mit der veganen Ernährung zu starten. Ja. Konkreter Auslöser aber, der geplatzte Olympiatraum 2016. Teilnahme gescheitert wegen 19 Hundertstel. Ich wollte es einfach nie wieder erleben, an so einem Großevent so zu scheitern. Und ich habe einfach ausprobiert. Ich hatte ein paar Kochbücher, Rezeptbücher. Ich würde jetzt lügen, wenn es jetzt locker leicht von der Hand ging. Man musste sich natürlich erstmal auf die Produkte einstellen, erstmal gucken, wie das alles funktioniert. Es war auf gar keinen Fall einfach. Hilfestellung holt sich Marc Reuter deshalb von Alexandra Kehlemann. Die seit 8 Jahren überzeugte Veganerin berät Leistungssportler aus verschiedenen Sportarten. Besonders wichtig ist eine Einkaufsberatung vor Aufenthalten im Ausland, wie vor der Weltmeisterschaft in Doha. Denn für einen Veganer ist jede Reise wie ein Ernährungsabenteuer. Das hat der 23-Jährige erst dieses Jahr beim Trainingslager in Kenia erlebt. Da hatten wir, glaube ich, einen kompletten Extrakoffer an Lebensmitteln damit für die Sachen, die wir da brauchen. Was jetzt beginnt mit Mandelmilch bis hin zu Sachen, die man keimen kann. Von daher war das schon super viel Planung. Nee, was würdest du auf jeden Fall einpacken? Ich würde auf jeden Fall Leinsamen einpacken. Oder du nimmst dir halt ein paar Hanfsamen mit fürs Müsli, auch immer gut. Gute Idee, ja. Oder für über einen Salat, wenn du nicht genug gute Fette bekommst. Auch Marc Reuter wurde inspiriert von Vorbildern. Weltstars gelten als Zugpferde für rein pflanzliche Ernährung. Formel-1-Champ Lewis Hamilton etwa. Oder im Tennis Novak Djokovic.
Aber sind Veganer generell Ausnahmen? An der Sporthochschule Köln forscht Hans Braun zur Sporternährung. Wahrscheinlich haben die zugenommen, aber ich glaube, es gibt keine belastbaren Zahlen. Es wird immer, gibt eine Schätzung von 0,1 bis 1%. Hans Braun hat auch als Ernährungsberater am Olympiastützpunkt Rheinland noch keinen veganen Sportler getroffen. Hockey-Nationalspielerin Julia Sonntag ist Mischköstlerin, kann also für den Traum Olympia 2020 auf alle Nahrungsmittel zurückgreifen. Doch wäre die Torfrau vegan auf jeden Fall besser ernährt? Es gibt schon Studien, die vegane Ernährung mit vegetarisch und vielleicht auch Mischkost vergleichen. Manchmal ist nicht klar, wie die Mischkost ausschaut, aber sie haben bei den untersuchten Parametern keine Verbesserung gezeigt, aber auch keine Verschlechterung. Das heißt also schon, dass es Hinweise gibt, dass ich mit einer veganen Ernährung, die dann auch sehr sportgerecht angepasst ist, auch die gleichen Ziele erreiche oder unterstütze, die ich mit einer Mischkost machen kann. Aber dass es besser ist, worüber wir auch immer besser definieren wollen, würde ich sagen, dafür gibt es noch keine Beweise. Wir fragen bei den Fußball-Bundesligisten nach Veganern im Kader. Keiner meldet mehr als Wolfsburg mit 2 Veganern. Die meisten aber verweigern generell eine Antwort. Das verwundert Alexandra Kehlemann nicht. Wenn man sich die Sponsoren zum Beispiel in der Bundesliga anguckt, da ist doch Fleisch, Milch sehr präsent. Und wenn sich jetzt besonders gute Spieler aus dem Verein so positionieren, dass sie halt vegan sind, also nicht nur sich vegan ernähren vielleicht, sondern wirklich aus Überzeugung vegan sind, dass das schon Probleme macht, weil es ja gegen das Image dann steht. Zum Gesamtbild vegane Sportler gehört auch Branchenstars wie Serge Gnabry oder Serena Williams, die den Trend ausprobiert haben, sind zum Fleischkonsum zurückgekehrt. Daher Respekt, was der eine oder andere tut, und individualisieren, aber nicht missionarisch unterwegs sein. Das ist vielleicht ein bisschen, könnte problematisch werden aus meiner Sicht. Fazit: Gemeinsames Eisbeinessen ist heute undenkbar. Individuelle Ernährung durch große Auswahl, das ist der eigentliche Trend. Veganer verzichten auf Vorteile von Fleisch und müssen zum Beispiel wichtige Vitamine ergänzen. Aber sie können mit genug Beratung und Planung lecker Leistung zeigen. Wenn man dann so ein Gericht sieht, dann merkt man einfach, dass es so viele Möglichkeiten gibt, auch Dinge vegan zu gestalten. Veganismus ist aus wissenschaftlicher Sicht offenbar nicht das bessere Modell für alle Leistungssportler. Aber Veganer ermuntern zu einem ethischen Blick auf tierische Lebensmittel. Woher kommt Fleisch? Unter welchen Umständen wird diese Massenware letztendlich produziert? Das ist sicherlich ein Thema. Und daher werden wir auch in der Sporternährung nicht unnötigerweise tierische Produkte empfehlen, die in der Situation gar nicht notwendig sind. Und deshalb gibt es auch beim VfL Wolfsburg immer viel Grünes für die hungrigen Wölfe.